Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, gibt es jetzt erstmal einen kleinen News-Überblick, was so in den letzten Tagen abgegangen ist. Am 5. Dezember ist die Steam-Version für Red Dead Redemption 2 rausgekommen. Es hat alle Vorteile und Zusatzinhalte von der normalen PC-Version, also die neuen Pferde, die vier neuen Waffen, die Bandenverstärker, die Zusatzmission und den Fotomodus und so weiter, plus Steam-Errungenschaften, Steam-Chat und Steam-Broadcasting ist da zusätzlich aktiviert. Jetzt ist Red Dead Redemption 2 dann hoffentlich auch mal ab sofort überall erschienen, wo es überhaupt rauskommen kann. Und statt an irgendwelchen neuen Versionen zu arbeiten, sollten jetzt alle Mann an Deck zur Bugfix-Abteilung geschickt werden. Außerdem, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es kommt das nächste GTA-DLC und zwar schon am 12. Dezember, also tatsächlich nur einen Tag vor dem Red Dead Online-Update. Scheint so, als hätte Rockstar auch endlich anerkannt, dass man problemlos beide Spiele gleichzeitig updaten kann, denn die Spielerschaft überschneidet sich gar nicht mal so sehr. Und das sieht man auch immer auf YouTube, wenn ich was zu GTA bringe oder Julex zum Beispiel für Red Dead Online, dann ist das für die meisten nur ganz interessant, aber die spielen das nicht wirklich. Das sieht man an den Kommentaren, das sieht man an den Klicks. Man baut sich für die eine Zielgruppe halt die Zuschauerschaft auf und wie gesagt, die überschneidet sich dann gar nicht mal so sehr, wie man am Anfang vermuten könnte, auch wenn beides Rockstar-Spiele sind. Und das hat jetzt auch Rockstar selber anerkannt. Falls ihr wissen wollt, was da wirklich an Inhalt auf uns zukommt von GTA Online, habe ich kurz vor diesem Video das zu GTA rausgebracht, also könnt ihr euch da informieren, wenn ihr Bock habt. Aber jetzt zum Inhalt des eigentlichen Videos. Und zwar, wie wird die Moonshiner-Rolle ablaufen? Wie wird das Ganze funktionieren? Da habe ich ein paar Voraussagen getroffen, aber ich glaube auch teilweise wirklich einfach, dass es so funktionieren wird, weil die Systeme momentan schon so im Spiel sind und weil das bisher Rockstars, ja, quasi Übernahme war von GTA Online. Viele Systeme sind da natürlich ähnlich. Und die Grundvoraussetzung ist erstmal, den Händler auf Level 5 zu haben oder eine einzige Verkaufsmission erfolgreich absolviert zu haben. Das sollte nicht allzu schwierig sein, eine Verkaufsmission zu starten, ist ja wirklich schon ab Level 1 mehr oder weniger möglich, nach ein paar Sekunden schon. Die größte Hürde ist eigentlich nur die 15 Gold für den Händler erstmal parat zu haben. Dann treffen wir uns mit Maggie Fike und Cripps zusammen und Maggie Fike ist dann mehr oder weniger die Expertin für diesen Beruf, genauso wie Madame Lazar für den Sammler oder halt diese, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, die schwarze Kopfgeldjägerin für den Kopfgeldjäger, die hat man auch nie wieder gesehen, naja. Und dann hat man hier halt natürlich eine Cutscene, wie immer, und dann die Option, die schwarze Brennerei zu kaufen. Im Endeffekt wird das eine, ich zitiere, bescheidene Unterkunft sein, mit Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad auf einem Stockwerk, plus den Keller mit der Schwarzbrennerei, also dem eigentlichen Business, dann im Stockwerk drunter, im Keller nämlich. Und es gibt ja schon mal so diese Strawberry-Geschichte hier mit dem Gemischtwarenhändler, den ihr auch gerade seht. Der ist mir spontan eingefallen, die eine Stelle, die ich aus der Story noch kannte, wo unten drunter genau dieser Schwarzbrenner ist mit diesem kleinen illegalen Nebenverdienst und den konnte man halt überfallen. Aber das war es auch schon mit Gebäuden, wo unten drunter ein Schnapsbrenner steht. Zumindest ist mir da sonst keiner eingefallen und vor allem der in Strawberry, da ist ja auch kein Wohngebäude drüber. Und sowieso muss dieser Laden ja auch bestehen bleiben, also man kann ihn ja nicht einfach wegkaufen. Und was bedeutet das? Natürlich, dass es ganz neue Gebäude dafür geben muss, die wir aus der Story noch nicht kennen. Oder die wir zumindest noch nicht betreten konnten damals. Das allererste Mal also, dass tatsächlich eine kleine Map-Erweiterung kommt, wo sozusagen wirklich neue Gebäude eingerichtet wurden zumindest. Ansonsten hatten wir natürlich das Lager, was so ganz neu war, aber das ist ja natürlich kein richtiges Gebäude. Heißt auch erstmal, okay, wir haben halt direkt Wohnungen und auch, wenn die nur dazu dienen sollen, unser Geschäft zu verstecken, ich will, dass wir in der Wohnung auch ein bisschen mehr machen können als in GTA Online zum Beispiel, wo man ja wirklich nur essen und trinken konnte und ich glaube Pfeife rauchen oder sowas im Fernsehen. Ich will zuallererst mal, dass es möglich ist, ein Bad zu nehmen. Die Animation aus der Story gibt es ja schon, sollte also nicht allzu schwierig sein. Und ich bin immer wieder schmutzig und bekomme ihn nicht sauber, deswegen, mein Charakter meine ich natürlich nicht mich selber, und deswegen hätte ich darauf auf jeden Fall Bock. Und dann ganz wichtig, es sollte einigermaßen einzurichten sein mit Gegenständen, die man entweder kaufen kann oder die man finden kann in der Welt. Das wäre wirklich fantastisch, aber ich vermute sehr stark, dass es so instanzierte Wohnungen sein werden wie in GTA, dass man also nicht ohne Ladebildschirm einfach die Wohnung betreten kann mit anderen Leuten zusammen, weil ja mehrere Leute auch an der gleichen Stelle die Wohnung und das Business haben können. Anders als beim Lager, das konnte ja überall auftauchen, aber die Wohnung ist eben an bestimmte Plätze gebunden. Aber zumindest wirklich Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Küche, also schon eine relativ üppige Wohnung. Und ich hoffe wirklich, dass es auch an mehreren Stellen so sein wird. Und ich will mir unbedingt den Strawberry kaufen. Strawberry ist meine Lieblingsstadt und da sollte auf jeden Fall ein bisschen was gehen. Ich meine, Valentine haben wir, wir haben Blackwater, Strawberry, wir haben natürlich Saint-Denis,
wir haben Rhodes, also wir haben hier schon einiges an Städten an Auswahl und ich hoffe auch, dass die anderen kleineren Städte so ein bisschen Liebe bekommen, zum Beispiel Oben, Coulter und so, die sind ja wirklich mehr oder weniger überhaupt nicht besetzt, also da gibt es ja gar nichts mehr oder weniger und deswegen sollte da auf jeden Fall was runterkommen. Auch in New Austin sind die Städte so ein bisschen karg, Thumbleweed, Armadillo, da gibt es nicht viel zu tun. Da hoffentlich ist es dann auch möglich, diese Wohnung zu kaufen. Und unten drunter, wie gesagt, ist dann die Schnapsbrenneranlage und ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei Cribs am Schlachtertisch. Die Anlage wird die ganze Zeit am Arbeiten sein und man selber kommt dann immer wieder mit neuen frischen Kräutern, womit man dann quasi den obersten Materialbalken wieder auffüllt. Und dann gibt es halt diesen mittleren Balken, der mehr oder weniger daraus besteht, dass man immer wieder Versorgungsmaterialien besorgt, also Versorgungsmaterialien und die Materialien oben sind ja nicht dieselben. Ihr kennt es ja vom Cribs. Oben ist die Jagdbeute, auf der Mitte ist halt dieses Versorgungsmaterial, was man immer wieder besorgen muss. Ich stelle mir das so vor, dass es so ähnlich laufen wird, auch bei der Schnapsbrenneranlage, dass der mittlere Balken dann irgendwie so Brennmaterial darstellt und man muss dann alle 40 Minuten wieder auf die Suche gehen, entweder das kaufen für $20 oder halt mal so eine Fuhre mit so einer kleinen Minimission wieder besorgen, Brennholz oder Alkohol oder was weiß ich, was Cribs da halt auch gebraucht hat, manchmal so Chemikaliensachen. Also da gibt es schon einiges an Auswahl dann und die Anlage, wie gesagt, wird die ganze Zeit weiterlaufen, immer wieder Kräuter besorgen aus der Open World, den wir selber pflücken oder aber man kann ja mittlerweile auch von Madame Nazar diese Kräuter kaufen, bin ich mal gespannt, ob sich das wirklich lohnen würde, da ganz viele zu kaufen, einfach nur hinzugehen und die dann abzugeben bei der Schnapsbrenneranlage. Die Anlage verarbeitet das Material, also in dem Fall bei uns sind das die Kräuter, weiter zu Waren, was dann bei dieser Rolle Schnaps wäre und den müssen wir dann wiederum regelmäßig ausliefern, wenn das Lager voll ist. Ich hoffe, dass wir da gleich mal die ganzen Wagen vom Händler übernehmen können. Da haben wir auch schon die mittleren und großen Wagen gekauft. Hoffentlich ist das nicht nochmal notwendig. Hoffentlich können wir gleich diese großen Wagen verwenden, um größere Fuhren direkt auszuliefern. Interessant wird allerdings, dass jetzt die Verknüpfung aus Story-Mission zum Vorantreiben der Rolle dabei ist. Wir sollen Maggie Fike helfen, unser Business auszubauen und die Konkurrenz, also die anderen NPC-Banden, zu vertreiben. Also hier wird nicht gesagt, wie das mit den Story-Missionen laufen wird, nur eben, dass diese Rolle zum ersten Mal auch mit Story-Missionen verknüpft sein wird und quasi auch an den Fortschritt gebunden ist von der Rolle. Ich stelle mir das deswegen so vor, dass man quasi für Level 1, 5, 10, 15 und 20 von der Schnapsbrenner-Rolle dann jeweils eine Story-Mission hat und wenn wir die erledigt haben, bekommen wir etwas, um unsere Produktion effektiver zu machen. Also entweder neue Produktionsabläufe oder dass unsere Kräuter einfach effektiver an sich werden, dass wenn man die quasi abgibt, mehr Material pro abgegebenem Kraut bekommt oder dass wir neue Rezepte bekommen. Vielleicht kann man am Anfang nur ganz bestimmte Kräuter nutzen, um den Schnaps zu brennen und später gibt es dann einfach mehr Auswahl, sodass wir auch die ganzen ungenutzten Kräuter, von denen wir immer viel zu viel haben, auch mal abgeben können. Es gibt ja auch in der Story so Zufallsevents, wo man tatsächlich auf so Schnapsbrenner trifft und dem muss man ja auch immer andere Kräuter besorgen. Oft waren das so Himbeeren, Brombeeren, so Beeren oder Ingwer und solche Sachen, die halt Geschmack dazu beitragen. Eher weniger sowas wie Indianertabak oder sowas, glaube ich aber zumindest. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, was da für Kräuter wirklich genau gesucht wurden in der Story, denn ich denke mal, genau diese Kräuter werden am Anfang auch relevant sein. Genau von diesen Kräutern sollten wir erstmal ordentlich auf der Tasche haben, damit wir mit der Rolle gleich durchstarten können. Aber viele von den Details werden natürlich noch im Verlauf der Rolle klar. Aber das eigentlich Geilste kommt jetzt erst noch. Irgendwann mal im Verlauf der Rolle soll man seine eigene Bar kaufen können. Also entweder unabhängig von der Wohnung noch eine zweite Immobilie. Und da wäre ich sehr gespannt, ob es die bisherigen Saloons werden oder tatsächlich neue Gebäude. Denn man soll ja auch einiges optisch verändern können. Und das müssen ja eigentlich öffentliche Gebäude sein, wenn es die Saloons sind. Und wenn da zwei Leute die gleiche Bar haben, was ist dann? Ich denke mal, das wird so ähnlich wie beim Nachtclub auch sein, wie bei GTA, dass dann quasi eine Bar für NPCs eingerichtet wird, wo man noch ein paar Upgrades reinhauen kann, wie zum Beispiel hier im Text wurden genannt, eine Country Band oder eine Tanzfläche, um die Produktivität zu steigern und dann kann man sehr wahrscheinlich einfach regelmäßig die Einnahmen da rausholen. Wird also ein Business, das ständig ohne euer Zutun Geld generiert, das ihr einfach nur abholen müsst, zumindest vermute ich das so wie es hier steht und so wie wir es aus Erfahrung kennen von GTA, wo ja viele Sachen auch übernommen werden und wenn es technisch nicht anders machbar ist, ist ja auch okay. Hauptsache, man kann bei der Einrichtung, so ähnlich wie in GTA Online, im Casino Penthouse, kreativ sein und eine Menge selber dekorieren, ob es gekauft wird, ob die Sachen halt gefunden werden. Hoffentlich ein bisschen Eigenständigkeit dabei. Und es kann ja auch sein, dass es wirklich dieselbe Immobilie ist, dass man quasi Wohnung hat, Schnapsbrennerei und vorne dran noch eine Bar. Auch in Ordnung. Das ist halt alles auf einem Fleck. Finde ich sogar noch ein bisschen praktischer. Aber das war es auf jeden Fall jetzt erstmal zum Video. Ich denke, so wird ungefähr die Moonshiner-Rolle auf uns zukommen. So wird die laufen. Und ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. An dieser Stelle natürlich nochmal ein Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich mit einer Kanal-Mitgliedschaft unterstützen, vor allem an Annika, The Profit, Achim, Stefan Sandmeier, The Joker, Andrea, Honeybee, Gier nach Bier, Patrick, German Glitcher und Chito.
Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.